Hallo liebe Hausbauhelden. Ja, wer neu baut, für den ist die Wahl einer Wärmepumpe ja meist sicher. Wie sieht es aber im Bestand aus, wenn keine Fußbodenheizung da ist und geht es überhaupt mit den alten Heizkörpern? Die Antwort ist ja, es geht. Zum Beispiel mit einer Hochtemperatur-Wärmepumpe von Daikin. Ja, und wie das funktioniert, was der Heizungstausch gekostet hat und was die Bewohner jetzt sparen im Gegensatz zur alten Ölheizung, das zeigen wir euch jetzt an diesem 25 Jahre alten Massivhaus. Sie waren schon relativ früh dran mit den PV-Modulen auf dem Dach. Da waren Sie schon 2013 dran, nachdem Ihr Haus ja jetzt 25 Jahre alt ist. Wie kamen Sie denn so früh schon dahin? Ich meine, da waren Sie schon ein bisschen Vorreiter, da war das jetzt noch nicht so gang und gäbe. Also die PV-Anlage, das war halt, sag ich mal, da, wo wir gebaut haben. Wie gesagt, vor 25 Jahren war so eine PV-Anlage nicht bezahlbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in 2013 sind die Preise gesunken für PV-Anlagen. Und da haben wir uns halt entschlossen, eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen. Sie hat ungefähr 8,9 Kilowatt Peak und hat damals 13.500 Euro gekostet. Jetzt haben Sie hier Ihr Haus energetisch eigentlich mal komplett saniert, was das angeht. Das heißt, Sie haben aber ja keinen Neubau. Das heißt, Sie haben Heizungen drin von 98 von Ihrem Baujahr. Sie haben keine Fußbodenheizung drin. Und jetzt wird man ja erstmal denken, boah, das geht dann ja vielleicht gar nicht mit so einer Wärmepumpe. Und wie läuft denn das bei Ihnen ab? Also wie gesagt, ich brauchte nichts verändern. Ich habe weder Fenster austauschen müssen, noch habe ich noch irgendetwas nachisolieren müssen. Das war praktisch, die komplette Gebäudehülle ist geblieben, wie es war. Und auch das Heizkreisverteilersystem ist geblieben, wie es war. Es wurde wirklich nur der Wärmeerzeuger ausgetauscht von Öl auf Wärmepumpe. Und es wurden halt noch zusätzlich eine Solarthermieanlage mit installiert und ein Pelletofen. Und somit habe ich mehrere Energiequellen, die halt, sage ich mal, das Haus beheizen können. Sie werden uns nachher mal verraten, was das Ganze gekostet hat und auch, was Sie an Strom tatsächlich jetzt oder an Energiekosten jetzt auch einsparen. Jetzt würde ich aber gerne mal mit Ihnen oder dass Sie uns mal zeigen, wie diese ganzen Teile konkret aussehen. Vielleicht fangen wir beim Außenbereich der Wärmepumpe an. Ja, dann gehe ich mal vor. Gerne. So, das ist das Außenteil der Wärmepumpe. Jetzt sagen Sie mir mal, Sie haben jetzt hier nicht so ein dicht besiedeltes Wohngebiet, aber man hat ja immer das Thema Geräuschentwicklung bei diesen Teilen. Wie empfinden Sie das hier? Also die Geräuschentwicklung finde ich jetzt nicht störend. Also ich merke es, im Haus merkt man es schon mal gar nicht, dass die Wärmepumpe läuft. Man merkt es mir gleich, wenn man da oben jetzt mal steht, aber eine Geräuschkulisse, eine Belästigung sehe ich hier nicht. Die Außeneinheit hat 16 kW, ist ein sogenanntes Monoblocksystem. Das bedeutet, es wird kein Kältemittel durch die Versorgungsleitung gedrückt, sondern nur das reine Wasser aus der Wärmepumpe, aus der Inneneinheit, fließt hier durch die Außeneinheit und wird dann über den Verdichter erwärmt. Das hat den Vorteil eben, dass man kein Kälteschutzmittel braucht. Und ausgestattet ist das System mit Sicherheitsventilen, die, sollte es Frost geben und das Außenteil stehen bleibt, dann öffnet es und lässt das Wasser raus, damit keine Frostschäden entstehen. So, das Teil, wir sehen hier die Leitung, geht jetzt rein. Und da könnten wir jetzt praktisch weiterschauen, wie es innen weitergeht bei Ihnen im Heizungskeller. Ja. Gehen wir doch mal hin. So, das ist also der Innenteil der Wärmepumpe. Genau, er hat ein Fassungsvermögen von 500 Liter. Und für die Warmwassererzeugung ein sogenannter Durchlauferhitzer da drinnen, sprich kann man wie ein Frischwassermodul ungefähr vergleichen. Das heißt, das Brauchwasser für Duschen und sagen wir mal, Zapfstellen wird nur dann erhitzt, wenn es auch benötigt wird. Das heißt, die eingespeicherte Energie, die da drin ist, also das eingespeicherte Warmwasser, erwärmt dann praktisch den sogenannten Durchlauferhitzer, um dann als Brauchwasser dann zur Verfügung zu stehen. Das hat dann eben auch den Vorteil, dass kein Brauchwasser bevorratet werden muss und Legionellenbildung entsteht dadurch auch nicht. Die Brauchwassertemperatur ist eingestellt auf 49 Grad und die Temperatur für die Heizkörper, sprich die Vorlauftemperatur, ist auf 34 Grad eingestellt. Das ist auch ausreichend.
Durch Solarthermie, die jetzt zum Beispiel bei diesem Wetter richtig reinfeuert, haben wir jetzt zum Beispiel eine Temperatur im ganzen Speicher von 74 Grad. Das heißt, ich habe natürlich jetzt auch noch mehr warmes Wasser zur Verfügung, was ich vielleicht jetzt nicht brauche. Die Temperatur für die benötigte oder sag ich mal die bevorratete Temperatur für die Heizkörper sinkt, weil wir draußen 21 Grad Wärme haben, zum Beispiel hier auf 25 Grad. Das heißt, die Steuerung regelt sich automatisch und passt sich natürlich auch den äußeren Witterungsverhältnissen an. Ja, jetzt Stichwort nochmal Solarthermie, wenn wir es gerade gesagt haben. Draußen haben Sie zusätzlich zu den PV-Modulen auf dem Dach, haben Sie nochmal die Solarthermie-Module, die sind ein bisschen vorgelagert. Die haben Sie praktisch nochmal eine extra Fläche gebaut, auch selber, um die da anbringen zu können. Und wie funktioniert das jetzt nochmal? Wie spielt das jetzt noch da rein? Hier befindet sich praktisch die Einheit unserer Solarthermie. Die Pumpe ist am Laufen, das heißt, er fördert jetzt Wärme aus der Solarthermie in unseren Wärmepumpe, also in unserer Inneneinheit der Wärmepumpe. Und wir haben momentan einen Durchfluss von 5 Liter die Minute. Wie gesagt, das Warmwasser aus der Solarthermie wird praktisch hier, kommt hier rein und wird dann hier in die, hier über diese Einheit in die Wärmepumpe mit eingespeist. Das heißt, unterstützt im Grunde die Wärmepumpe dabei, das Wasser zu erwärmen, und dadurch braucht die Wärmepumpe weniger Strom. Ja, einmal das und auch zum Zweiten, die ist nicht nur für das Warmwasser zuständig, sondern auch für den Heizkreislauf. Denn das warme Wasser, was ja in dem Speicher ist, ist ja nicht nur dafür da, um Warmwasser zu erzeugen, sondern es wird ja auch für den Heizbetrieb gebraucht. Zusätzlich ist die Wärmepumpeneinheit noch mit einem 9 kW Heizstab ausgestattet. Das heißt, im Falle zum Beispiel, die Außeneinheit würde jetzt ausfallen, könnte man die Außeneinheit hier mechanisch abschieben und man würde einen Notbetrieb über direkten Stromaufnahme aus dem Netz bewerkstelligen können. Das heißt, ich habe noch einen zusätzlichen Schutz vor Ausfall bei der kompletten Heizungsanlage. Wie ist es denn mit dem Platz im Keller? Es ist jetzt ja ein relativ großer Raum, aber ich könnte mir vorstellen, vorher mit der Ölheizung sah das anders aus. Ja, das ist richtig. Der Platz war dann schon beengter, wenn man ja mal vorstellen muss. Wir hatten hier in diesem Bereich die 4000 Liter, also jeweils zwei Tanks, a 2000 Liter. Da war natürlich schon mal der Bereich von hier bis hier abgemauert. Der war schon mal nicht zur Verfügung. Und in diesem Bereich befand sich dann die Ölheizung, die Zentralheizung. Abgetrennt war es dann, hatten wir eine durchgehende 17,5er Wand gehabt, die dann praktisch mit einer feuerfesten Tür versehen war. Und das ist natürlich jetzt alles weggefallen, das heißt, es hat viel mehr Platz gegeben. Dann Stichwort Pelletofen, geht genau rüber. So, das ist der Pelletofen. Richtig. Der hilft auch nochmal. Pelletofen hat eine Gesamtleistung von 10 kW, ausgestattet mit einer Heizwassertasche. Das heißt, er gibt eine Umgebung ab von 2 kW und ich kann bis zu 8 kW in die Wärmepumpe, sprich in die Inneneinheit, einfahren. Und momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ihn auf 5,5 kW eingestellt. Das ist nochmal eine zusätzliche Sicherheit oder auch die Energie nicht ausreichen sollte, dann habe ich hier noch die Möglichkeit, noch die Wärmepumpe noch zusätzlich mit Energie zu versorgen. Mhm. Das wird ja mit Pellets befüllt. Wie liegen die so preislich? Ist das eine teure Geschichte? Also der Pelletpreis ist wieder gesunken und wir liegen jetzt momentan beim 15 Kilo Sack von bei, ich glaube, 5 Euro. Und wie viel braucht man jetzt so, um das mal? Also ich habe in 23 habe ich ungefähr 25 Säcke durch verbraucht und in diesem Jahr, also in 24, im darauffolgenden Jahr, hatte ich sogar nur 10 Säcke verbraucht. Wie kommt denn jetzt der Strom, der oben bei den Solarmodulen gewonnen wird, wie kommt denn der jetzt hier in diese ganzen Geräte eigentlich rein? Damit ich den ganzen PV-Strom verteilen kann, das heißt in den Haushaltsstrombereich rein und auch in Wallbox, sprich Wärmepumpe, hat sich eine sogenannte kaskadierte Schaltung. Das heißt, der Solarstrom fließt erst durch Zähler 2 und dann durch Zähler 1. Das hat den Vorteil, dass wenn zum Beispiel im Bereich vom Zähler 2 im Haushaltsstrombereich kein Strom abgenommen wird, aber zum Beispiel bei der Wärmepumpe, dann würde der da hängen bleiben. Alles, was nicht gebraucht wird, läuft praktisch
in das Netz hinein und wird als Überschuss angerechnet. Das EVU, sag ich mal, das hat mir ein Tarifangebot gemacht für meinen Haushaltsstrom, berechnet mir das EVU 34 Cent die Kilowattstunde. Für den Verbrauch für Wallbox und Wärmepumpe berechnet mir das EVU 27 Cent die Kilowattstunde. Der ist einfach generell günstiger. Der ist günstiger, genau. Hat natürlich auch zur Folge, dass mein EVU zum Beispiel bietet es diesen Sperrtarif, nennt sich das, an, in Verbindung mit einem sogenannten Rundsteuerempfänger. Das heißt, es wird auch hier mal bei Überschuss oder zu viel Strom, Spitzenlasten auf dem Netz, wird dann zum Beispiel die Wärmepumpe und auch die Wallboxen zeitlich abgeschaltet. Ja, genau. Also das heißt, wenn hier zu viel auf einmal Strom gebraucht wird in dem Bereich, genau. Das heißt, eine Last da ist, dann kann der Anbieter oder der Stromlieferant, der kann sagen, okay, ich schalte bei Ihnen jetzt mal eine Stunde ab. Ja. Merken Sie das? Also erfrieren Sie dann, wenn es dann Winter ist? Nein. Aus diesem Grunde, weil ich keine harte Abschaltung habe, sondern eine sogenannte Soft-Abschaltung. Das heißt, der EVU-Kontakt oder der Impuls, der kommt, der schaltet bei mir in der Wärmepumpe nur den Lastbereich ab, sprich die Außeneinheit. Pumpe, Steuerungen und so weiter laufen weiterhin. Und wenn ja nun der Speicher mit einer gewissen Temperatur gefüllt ist, werde ich das gar nicht merken in der Stunde, wo die jetzt abschalten. So, hier haben wir jetzt noch einen Kamin. Ja, und das ist ein Speicherkaminofen. Der wurde, wo wir das Haus gebaut haben, 1998 installiert auch. Er besteht aus 500 Kilo Schamottstein und hat ungefähr eine Speicherheizung von 3,5 kW. Der ist jetzt nicht mit der Heizungsanlage verbunden, das heißt, er ist separat und dient praktisch dazu, diesen großen Raum, das unser Wohnzimmer ist, eben bei extremer Kälte halt eben noch mit zu versorgen. Gibt A, ein schönes Ambiente natürlich, klar, und strahlt natürlich auch dementsprechend eine Wärme raus. Hätte man den verbinden können mit der Heizungsanlage? Diesen jetzt nicht, weil dafür ist er erstmal nicht vorgesehen gewesen. Aber es gibt natürlich, wenn ich jetzt einen neueren bauen würde, der könnte dann auch mit einer sogenannten Heiztasche ausgestattet sein und könnte man an die Heizungsanlage mit einbinden. Mhm. Herr Scholl, und jetzt kommen wir doch mal zu dem, was uns alle, glaube ich, brennend interessiert. Jetzt haben wir wahnsinnig viel gesehen, was Sie hier gemacht haben. Thema Kosten. Was haben Sie hier reingesteckt, um das alles einmal so zu erneuern, wie es jetzt ist? In Summarum kann man sagen, 56.000, 57.000 Euro komplett. Strom darf ich natürlich auch nicht vergessen, gehört natürlich auch noch dazu. Und hier haben Sie wahrscheinlich, würde ich Ihnen das einfach mal unterstellen, nicht gerade irgendwie in der Portokasse rumliegen gehabt? Nein, die lagen nirgendwo rum und ich habe auch kein Geldbäumchen gepflanzt, was mir etwas abgeben konnte, war auch nicht der Fall. Wir hatten einen Förderantrag gestellt bei der BAFA über ein Investitionsvolumen von 55.000 Euro und die BAFA hat uns dafür 45% war damals die Förderzusage. Muss einem klar sein, dass es natürlich so oder so mit viel Investment verbunden ist. Es gibt Förderung, ich glaube die aktuelle Förderung, die es liegt ein bisschen niedriger bei 30%, wenn ich richtig informiert bin. Aber immerhin, ja, es gibt noch was. Ja. Jetzt ist ja immer die Hoffnung, dass man es dann später über die Einsparungen im Stromverbrauch und in den Heizkosten wieder reinbekommt. Wie sieht denn das da jetzt bei Ihnen nach einem Jahr in der Praxis aus? Ja, kann ich natürlich auch sagen. Ich habe natürlich dann auch genau Buch geführt darüber, über meinen Energieverbrauch und bin dann zu dem Schluss gekommen, im Jahr 2023 zum Beispiel, hat mich die Heizungsanlage jetzt an Stromkosten ungefähr 1.400 Euro gekostet. Das waren die Stromkosten. Und für Heizöl im Vergleich, dieses Haus hat vorher ungefähr 2000, 2200 Liter Heizöl verbraucht. Rechne ich jetzt mal einen Heizölpreis von über 1 Euro, dann kann man sich dann schon ausrechnen, wo der Ersparnis liegt. Also vorneweg, es hängt natürlich ab, wie der Ölpreis ist, aber ich sag mal, mindestens 600, 700 Euro spare ich ein. Geht der Heizpreis höher, spare ich natürlich noch mehr ein. Ja, also Sie würden mal zusammenfassend sagen, Sie bereuen es nicht, dass Sie es gemacht haben. Nein, auf keinen Fall. Und eins darf ich auch noch sagen, wir haben nicht gefroren diesen Winter und auch nicht davor den Winter. Das ist doch eine gute Message. Ja, vielen Dank. Also wir haben auf jeden Fall gelernt, dass es durchaus möglich ist, auch ein Bestandsgebäude energetisch so zu erneuern, dass es durch erneuerbare Energien dann
betrieben werden kann und dass man da, sage ich mal, seinen Anteil zum Klimaschutz auch macht und aber auch selber dadurch im Geldbeutel ein bisschen was spart. Auf jeden Fall. So, das war unser Ratgeber zu Wärmepumpen im Bestand. Wir hoffen, wir konnten euch einige wichtige Impulse und Ideen mitgeben. Wenn ihr gerne noch ein bisschen mehr über diese ganze Sache wissen wollt, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Ihr findet in der aktuellen Ausgabe von Bauen und Renovieren noch einen ausführlichen Artikel hier zu diesem Haus und zu dieser Anlage. Die findet ihr ab heute im Handel und online. Und wo ihr die findet, den Link, den packen wir euch wie immer in die Videodescription. Und dort findet ihr auch noch mal einige Infos zu Daikin. Ja, wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre es super, wenn ihr uns ein Like aufs Video da lasst und wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und am allerbesten aktiviert ihr noch die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.